Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und in der heutigen Folge geht es endlich mal wieder um das Thema Liebe. Und zwar geht es um Beziehungen und die Beziehung zu dir selbst, aber auch die Beziehung zu anderen Menschen. Und ich habe die wunderbare Eva Maria Zuhorst als Interviewgast gewinnen können. Und Eva Maria Zuhorst ist Bestseller-Autorin des Buches Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Sie ist Coach für Beziehungen und hat schon unfassbar vielen Menschen dabei geholfen, ja, die Beziehung zu sich selbst, aber eben auch zu ihrem Partner oder zu der Partnerin wieder zu verbessern oder vielleicht sogar zu retten. Und genau darum geht es in diesem Interview heute auch zu einem großen Teil darüber zu sprechen, wie kann man eine Beziehung retten, wenn sie kurz vor dem Aus ist und wann weiß man, dass es eigentlich Zeit ist zum Gehen? Was hat eine Beziehung eigentlich mit einem selbst zu tun? Was können wir in einer Beziehung wirklich über uns selbst lernen? Warum es nicht unbedingt das Ende einer Beziehung bedeutet, wenn zum Beispiel einer der beiden Partner fremdgegangen ist? Und ja, wir gehen sozusagen querbeet in ganz viele unterschiedliche Themenbereiche ein. Und Eva Maria Zuhorst erzählt auch ganz viel über ihre eigene Geschichte, was sie in ihrer fast 20-jährigen Ehe gelernt hat und wie sie ihre eigene Ehe gerettet hat und damit zu einem großen Teil auch sich selbst erkannt hat und ja, viel über sich selber lernen konnte. Und in diesem Interview ist unfassbar viel Inspiration und ganz viel, was wir, glaube ich, alle mitnehmen können, um ja, eine gesündere, erfülltere Beziehung sowohl zu uns selbst als eben auch zu unserer Partnerin oder zu unserem Partner erschaffen können. Oder auch wenn du Single bist und gerne in einer Beziehung sein möchtest, kannst du, glaube ich, auch ganz viel für dich mitnehmen. Aber auch wenn du Single bist und nicht gerne in einer Beziehung sein möchtest, kannst du in dieser Folge auch richtig viel für dich mitnehmen. Also hör dir die Folge auf jeden Fall an. Und bevor es gleich losgeht, wollte ich dir einmal ganz kurz Bescheid sagen, dass du ab sofort, wenn du das gerne möchtest, mein Buch Mögest du glücklich sein auf Amazon vorbestellen kannst oder auch in allen anderen Buchhandlungen kannst du das Buch jetzt vorbestellen. Und es ist bereits Amazon Nummer 1 Bestseller in ganz vielen unterschiedlichen Kategorien und dafür herzlichen Dank an alle, die es schon vorbestellt haben. Mich haut es absolut von den Socken und ich freue mich einfach schon so sehr, das Buch mit euch zu teilen und mit euch darüber zu sprechen. Und es berührt mich einfach so sehr, dass es jetzt schon so viele Menschen einfach vorbestellt haben. Deswegen vielen, 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 vielen Dank. Und wahrscheinlich hast du auch mitbekommen, dass die Buchtour komplett ausverkauft ist. Innerhalb von 2 Tagen waren alle Plätze weg. Ich habe allerdings gute Neuigkeiten. Und zwar haben wir in Zürich einen größeren Raum gefunden. Das heißt, für alle Schweizer unter euch, in Zürich gibt es noch Plätze. Und ich habe auch einen größeren Raum in Berlin organisiert. Das heißt, in Berlin gibt es auch einen größeren Raum mit mehr Plätzen. Und in Düsseldorf gibt es auch noch ein ganz paar Restplätze, nachdem wir es gestern nochmal neu aufgemacht haben. Die sind aber auch schon fast alle weg. Also wenn du schnell bist, gibt es noch ein paar Plätze in Düsseldorf. Also Berlin, Zürich und Düsseldorf gibt es nochmal Plätze für die Buchtour. Wenn du gerne dabei sein möchtest, würde ich mich unendlich freuen. Und genau, ich würde jetzt einfach sagen, wir legen jetzt los mit diesem fantastischen Interview mit Eva Maria Zuhorst. Ich freue mich so sehr, heute einen ganz besonderen Interviewgast hier im Interview zu haben. Und zwar ist das Eva Maria Zuhorst, die Bestseller-Autorin ist von dem Buch Liebe dich selbst. Und es ist egal, wen du heiratest. Und ja, die Deutschlands erfolgreichste Paar- oder Beziehungstrainerin ist, Coach ist. Und ich freue mich einfach so sehr heute auf das Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass ihr sich Zeit genommen habt. Ich freue mich auch. Ich freue mich sogar ganz doll, weil in meiner Vorstellung rede ich jetzt gerade mit deutlich jüngeren Leuten, als ich das bin. Ich bin 55 und ich wünsche mir das so sehr, dass ich mit deutlich jüngeren Leuten, als ich das bin, reden darf. Ja, dann ist hier die Quelle. Okay. Hier ist der Kanal. Das finde ich cool. Ja, ich freue mich total. Wollen Sie noch mal ein bisschen über sich erzählen? Ihre Reise vielleicht auch dahin zur Beziehungstherapeutin oder zum Beziehungscoach? Ja, also meine Reise. Also ich kann sagen, wo ich heute gerade in meiner Reise stehe, dann komme ich vielleicht zurück. Also heute ist der Tag, an dem ich beim Friseur war und gesagt habe, ich will mir nicht länger die Haare färben. Also das sind so Themen, die man dann in meinem Alter hat. Und das war aber ganz wichtig irgendwie für mich, weil ich immer in meinem Leben mich ausprobiert habe in meiner Suche nach meiner Authentizität. Und das war auch jetzt wieder so ein Ding, was sich über die letzten Monate entwickelt hat, dass ich gemerkt habe, mit meinem Frausein
will ich mich weiter mit dieser Farbe stressen? Es kann sein, dass ich die irgendwann wieder drauf tue, wenn ich das jetzt wirklich erlebe mit dem Grausein. Aber trotzdem war mein Leben immer, dass ich so eine, ich habe so ein inneres Wesen in mir, das ist sehr stark. Und es lässt sich von mir nicht den Weg weisen. Ich komme eigentlich vom Dorf, aus einer ganz normalen, einfachen Familie, katholisches Dorf und keinerlei Spiritualität, keinerlei Intellektualität, keinerlei Psychokram, gar nichts. Aber mein inneres Wesen hat mich immer von Kleinstkind an umgetrieben und hat aber, also mich zum einen umgetrieben, also ich habe in Südafrika gelebt, ich habe in Ägypten gelebt, ich habe auf Mallorca gelebt, ich habe in 27 Städten in Deutschland gelebt. Also ich war immer unterwegs. Aber ich war durch dieses innere Wesen in mir halt auch dazu verdammt, dass viele Dinge bei mir nicht gingen, die bei anderen gingen. Also ich habe immer so eine Bremse gekriegt, wenn ich Wege gehen wollte, von denen ich dachte, die sind bestimmt ganz toll, oder wenn irgendwelche Menschen mir sagten, so muss was sein, und dann ging wieder was nicht. Also mein Leben hat viele Stolpersteine gehabt, viele Dinge, die überhaupt nicht so liefen, wie ich das gerne gehabt hätte. Viele Dinge, die ich gar nicht ertragen konnte, die ich gerne ertragen hätte, weil mein Leben dann irgendwie glatter durchgelaufen wäre. Und was aber dazu geführt hat, und ich hatte außerdem also von ganz vielen Freunden bestätigt, die beschissenste Ehe von allen in unserem Freundeskreis. Und es hat, glaube ich, niemanden gegeben, der nicht gesagt hat, trennt euch, weil das ist schrecklich, was ihr euch da antut. Aber mittlerweile sind wir nicht nur fast 24 Jahre verheiratet, sondern ich weiß, worüber ich rede, wenn ich mit Paaren arbeite. Ich bin halt kein Theoretiker, sondern da ich so eine perfekte Ausbildung hatte in meiner Ehe, sagt man mir immer wieder nach, dass die Arbeit mit mir, und ich arbeite ja mit meinem Mann zusammen, wir machen das zusammen, also wir arbeiten immer so einen Tag mit einem Paar, wo jeder von uns mit jedem alleine arbeitet und jeder von uns aber auch mit dem Paar zusammen. Und man sagt, also ich kriege das immer wieder zu hören, wie authentisch, wie unmittelbar und aber auch wie tief das ist. Also ich, gerade gestern saß hier auf diesem Sessel eine Frau, die mit ihrem Mann den ganzen Tag mit uns verbracht hat, und das war wieder so was, wo ich dann so unendlich dankbar bin für diese Arbeit, weil am Ende von einem Tag, wo es viel, also die beiden sind schon getrennt gewesen, weil sie gesagt haben, wir können nicht mehr nach 20 Jahren Ehe so weitermachen. Und im Laufe des Tages kamen ganz viele auf den Tisch an Fremdgehen, an Verletzungen, und am Ende, und ein sehr skeptischer Mann, der dieses Psychozeug irgendwie nicht so dolle fand, dann ist er, plötzlich liefen ihm leise Tränen runter, und dann ist er hier vor diesem Sessel auf seine Knie gegangen, hat ihre Hand ganz leise genommen und hat gesagt, wollen wir nicht einfach all das verzeihen? Oh. Und dann saß ich still da hinten auf meinem Sessel, und die beiden haben leise weinend sich in den Armen gehalten, und ich konnte richtig spüren, sehen, fühlen, denken, wie Verzeihen sich anfühlt. Der ganze Raum war voller Verziehenem. Und dann wusste ich, sowohl diese Ehe, sowohl meine Reise durchs Leben als auch diese Arbeit, das ist richtig. Macht Sinn. Das HR ist eine wunderschöne Geschichte, berührt mich gerade auch sehr. Mhm. Wenn Sie haben gerade gesagt, Sie hatten die Katastrophe als die Ehe, ja, bescheinigt von allen Freunden auch. Ja. Was war der Shift in Ihrer Beziehung? Was würden Sie sagen, war das, was es am Ende dann so gerettet hat, dass Sie jetzt auch zusammenarbeiten? Und eigentlich das Gleiche, wo Sie das gerade fragen, was gestern mit dem Paar geschehen ist. Ich habe ganz oft den beiden, ich weiß nicht, es gibt so eine Geschichte von Paul Watzlawick, dem so einem Urgestein der Therapieszene, da erzählt er von einem Mann, der ein Bild aufhängen will. Mit dem Hammer. Mit dem Hammer, genau. Also wer die Geschichte nicht kennt, dieser Mann
Der will ein Bild aufhängen, hat ein Bild, hat einen Nagel, hat eine Wand, aber keinen Hammer und überlegt sich, wo kriege ich den Hammer her von meinem Nachbarn? Und denkt dann plötzlich, Moment, kürzlich auf der Treppe, da hat der so komisch geguckt. Vielleicht hat der was gegen mich. Und vor 2 Wochen hat der leise mit dem anderen Nachbarn geredet. Ich glaube, der hat ganz sicher was gegen mich. Und so denkt er immer weiter und in seinem Kopf baut sich immer mehr auf. Und am Ende der Geschichte geht er rüber zum Nachbarn, klingelt. Der Nachbar macht die Tür auf und er schreit den Nachbarn an und sagt, du Arschloch, kannst deinen Hammer behalten. Und gestern war das so, dass ich diese Geschichte irgendwann dem Paar erzählt habe und dann gesagt habe, Achtung, Hammer. Ganz oft zu den beiden. Das findet hier gerade gar nicht statt. Das sagt ihr Partner nicht, das denkt ihr Partner nicht, sondern das ist in ihrem Kopf. Und nachdem wir diverse Hämmer da gestern immer wieder erlebt haben, gab es auch zum Beispiel zum Fremdgehen. Also der Tiefpunkt unserer Ehe war, dass mein Mann eine Freundin hatte, die alles hatte, was ich nicht hatte. Und für mich war ganz klar, die ist ein Schwein, die hat die Ehe kaputt gemacht, die ist die Schlampe, die ist das billige Flittchen und ich bin das arme Opfer. Und zum Thema Hammer, dann landete ich am Tiefpunkt dieser Ehe auf einem Seminar von einem Mann, da saßen 200 Leute und mir war alles zutiefst suspekt, war sehr spirituell und damals hatte ich damit gar nichts am Hut und dann fing der plötzlich über Fremdgehen an zu reden und ich hatte das Gefühl, der hat hier gerade ein Privatgespräch mit mir, weil er erzählte mir meine Ehe und sagte dann plötzlich, und wissen Sie was, und wenn Ihr Partner einen anderen oder eine andere hat, dann müssen Sie da unbedingt hingucken, weil dieser Mensch lebt, was Sie aufgehört haben zu leben, oder was sie noch nie sich getraut haben zu leben, was aber zu ihnen gehört. Und ich weiß, es hat mich wie der Donner getroffen. Und ich war hellwach und wusste, weil mein inneres Wesen immer so deutlich zu mir sprach, Treffer versenkt. Und das wusste ich aber nicht mit meinem Kopf, sondern das war so ganz tief fühlbar. Und dann sagt er, und wenn Ihr Partner Sie gerade betrügt und fremdgeht, dann sind Sie schon längst ausgestiegen. Boom, dachte ich, der hat recht, ich finde diese Ehe grauenhaft. Ich bin nur geblieben, weil wir ein kleines Kind haben. Das ging so alles bom, bom, bom in mir auf. Und so war das gestern bei den beiden auch. Ich konnte ihnen helfen, dass sie das Fremdgehen auf einmal sahen, aus dieser Hilflosigkeit, also speziell, da war jemand fremdgegangen, nicht weil er der Sieger war, sondern weil er sich sehr verletzt gefühlt hatte. Und diese Veränderung in der Sicht, wo das Herz auf einmal wieder aufgehen darf, die halt alles, wenn sie aufsetzt im Herzen, wenn sie bis ins Herz kommt, heilt sie alles. Und bei meinem Mann und mir war sicherlich diese Fremdgeh-Geschichte die tiefste und die schmerzhafteste. Aber dadurch, dass ich zur rechten Zeit dann angefangen habe, nach Antworten zu suchen, auch ein solcher Shift in meinem Leben, dass ich kapierte, wow. Was haben Sie dann bei sich verändert? Also ich stelle mir das gerade vor, Sie sind auf dem Seminar, Sie hören diese Sätze und ich kenne das, wenn jemand was zu einem sagt, was plötzlich alles in einem shiftet, wo man plötzlich wo der Nebel weg ist und man plötzlich sieht, wo man sich selber auch erkennt. Dann sind Sie aus dem Seminar rausgegangen, was ist dann passiert? Und ich konnte nicht mehr länger in meiner Hassattacke sitzen bleiben. Es ging einfach nicht mehr. Ne? Sondern jetzt kam die nächste Schicht. Die war aber ehrlich gesagt noch viel schlimmer. Weil ich war zu Hause mit einem kleinen Kind, einem Jogginganzug und ohne Job. Davor war ich eine Frau gewesen. Mein letzter Job war Bereichsleiterin mit 2 Sekretärinnen und einem Sportwagen. Jetzt hatte ich quergestreifte Niki-Anzüge, hatte irgendwie so die Milch auf der Schulter und mein Mann wollte gerade Chef vom Universum werden. Und seine Freundin war seine Assistentin, 10 Jahre jünger als ich, ehemaliges Fotomodell und mit ihm auf Reisen. Bisher konnte ich dagegen wüten. Das war irgendwie noch sicher. Und jetzt schaute ich dahin und merkte, die hat alles, was ich nicht habe und was ich gerne hätte. Und das war wahnsinnig schmerzlich, aber unglaublich heilsam, weil als ich mir eingestand, dass ich
nicht, bis dahin war mein Selbstbild, ich bin die gute Mutter, ich kümmere mich um alles, ich bin hier, er kümmert sich nicht, er ist weg. Ich war aber auf einmal da und merkte, nee, wenn ich ganz ehrlich wäre, ich wäre auch gern wieder schöner. Ich hatte 10 Kilo zugenommen nach der Schwangerschaft. Ich wäre auch gern wieder draußen. Ich würde auch gerne irgendwelche aufregenden Dinge machen. Hatte ich mir alles nicht eingestanden. So, und dann ging dieser Prozess los. Dann konnte ich also langsam dahin schauen. Und so gingen Türen in meinen eigenen Schmerz auf, der das alles mit erzeugt hatte. Mein Mann war vor mir auch weggegangen, weil ich so zu war in einer Rolle. Ich nenne mich heute immer rückblickend scherzhaft das Mutti. Ich war nicht mehr eine Frau und schon gar nicht diese Abenteurerin, die ich vorher geworden war, sondern ich war, und heute kann man das wissenschaftlich benennen, ich war einfach ein volles Opfer meiner Prägung geworden. Ja. In dem Moment, wo die Muttermilch bei mir eingeschossen war, wurde aktiviert meine Prägung in Sachen Muttersein. Ja. Und bei uns auf dem Dorf hieß Muttersein das Mutti werden. Ja. Und zu Hause sein und abends gucken, ob der nach Hause kommt, der Mann. Und das Essen auf dem Tisch. Also ich komme so richtig aus so ganz altmodischen Kontext. Und die Frau, die aber davor ich war, war die Abenteurerin. Ja. Die war aber eigentlich total beziehungsunfähig, weil völlig unabhängig in diesem, also für mich ist unabhängig kein positives Wort. Ich war nicht frei, sondern unabhängig. Und jetzt war ich total abhängig. Und diese Polaritäten musste ich durchlaufen. Und durch das Fremdgehen meines Mannes kam mir diese andere Polarität total ins Bewusstsein und ich musste anfangen, daraus meinen eigenen Weg zu finden. Und wir haben uns erstmal getrennt. Das ist in unserer Arbeit heute ein ganz feststehender Begriff, ist die Trennung in der Beziehung. Unsere Arbeit ist fast immer, dass wenn Paare so gar nicht mehr können oder wollen, dass wir ihnen vorschlagen, die Trennung in der Beziehung, weil in meinem Glauben viele Paare sich nicht trennen müssten, aber alle Paare eine Art von Entzug von ihren Glaubensmustern, von ihren Prägungen, von ihren Vorstellungen von der Liebe brauchen. Und wenn man die Trennung in der Beziehung vollzieht und konsequent sozusagen die Flasche Whisky vor der Nase stehen hat, Klammer auf seinen Partner, und nicht zugreift, nicht in die Abhängigkeit geht, nicht in das ganze Ding geht, in die Flucht, in was weiß ich, dann fängt etwas an in einem sich zu entwickeln, zu heilen. Und in dieser Trennung in der Beziehung, wenn man wirklich konsequent übt, aus dem Modus auszusteigen, der so schmerzlich war, dann ist da ganz viel Entwicklung möglich, wo die beiden auf einer neuen Ebene zueinander kommen. Damals wusste ich um all das nicht. Mein Mann und ich, wir hatten ganz banal, jetzt habe ich was Schlaues erzählt. Damals war es einfach nur, wir hatten keine Kohle für 2 Wohnungen, weil wir in München lebten und alles wahnsinnig teuer war. Und so haben wir in einem kleinen Haus zusammengelebt und er im Gästezimmer, ich im Schlafzimmer und wir haben aber nur sozusagen, wer holt das Kind vom Kindergarten ab, wer bringt den Kasten Bier ins Keller, das war das Maximum. Und ansonsten ging er zu seiner Freundin und ich fing an, mich wiederzufinden und diese neue Frau langsam hervorzukramen, ohne zu wissen, was mir passiert. Ich war im freien Fall. Und er aber interessanterweise auch, nur das wusste ich nicht, weil dadurch, dass ich diesen Klammeraffen, der ich war, von ihm abgezogen hatte, fehlte ihm sozusagen sein emotionaler Appendix. Da war ihm was abhanden gekommen, wogegen er sich bisher wehren musste. Und da ist in meinem Mann auch ganz viel passiert. Aber keiner wusste vom anderen, was da jetzt in ihm abgeht. Ich habe angefangen, meinen psychotherapeutischen Heilpraktiker zu machen. Ich habe angefangen, meine Tochter 2 Tage zur Tagesmutter zu geben, was mir schien wie die komplette Vernachlässigung meines Kindes bis hin zur schlimmsten Kindesmisshandlung, weil ich wirklich glaubte, ich müsste immer für dieses Kind zuständig sein. Und dann stellte ich fest, mein Kind findet super bei der Tagesmutter. Und ich finde super bei meinem psychotherapeutischen Kränzchen da, weil ich auf einmal wieder Leute hatte, die mich bewegten.
So, und so machte jeder von uns rum und irgendwann standen wir in der Küche nebeneinander und mein Mann sagte was über seine Herkunftsfamilie, was ganz nachdenklich und ganz tief war. Und ich dachte, wer ist dieser Mensch, der gerade zu mir spricht, weil er hatte mit diesem Psychozeugs überhaupt nichts am Hut. Und mein Mann hatte, ohne es mir zu sagen, eine Therapie angefangen. Das war für ihn undenkbar gewesen. Vorher hatte ich oft im Streit gesagt, du musst irgendwie auch mal dich entdecken, kennenlernen, irgendwie hinterfragen. Und er fing mir auf einmal an, Sachen zu erzählen, über die er nachdachte. Und ich war auf einmal wieder, ich hatte abgenommen, ich hatte mir neue Sachen gekauft, ich machte meine Ausbildung, ich war wieder klarer geworden und eher nachdenklicher. Und so begegneten sich zwei neue Menschen. Und ich würde sagen, heute in 24 Jahren sind sich in unserer Ehe immer wieder neue Menschen begegnet. Es gibt die beiden nicht mehr, die geheiratet haben. Und ich glaube, es werden sich in unserer Ehe immer wieder neue Menschen begegnen müssen, weil unser aller Seele will Entwicklung. Wir sind nicht, also das ganze Klischee von Beziehung, dass da zwei zusammenkommen und dann ist es irgendwie fix, das Ding, das ist Quatsch. Ja. Aber dass wir andauernd uns alle trennen müssen oder nur noch als Single durch die, wie heißt dieses Buch, was so erfolgreich ist, Generation? Beziehungsunfähig. Also ich habe es nie gelesen, ich will dem Autor nicht zu nahe treten, weil ich es ja nicht gelesen habe, aber für mich ist das Quatsch. Ja. Wir Menschen sind durch und durch Beziehungswesen. Wir haben, ich glaube, 50 Billionen Zellen, die ständig in Beziehung sind. Wir sind im Mutterleib in vollkommener Beziehung. Wir sind Beziehungswesen. Ja. Wir müssen nur lernen, wie Beziehung geht und dass diese Freiheit in der Entwicklung da drin zu entdecken, ja, und das Paarsein zu einem Abenteuer zu machen. Und ich glaube, das ist auch gerade das Schöne an ihrer Geschichte. Ich kann das gerade so schön sehen, weil ist genau das ist, dass, glaube ich, so viele Beziehungen einfach falsch verstehen als etwas. Man begibt sich da rein und dann ist man da drin. Fertig. Ja. Und bloß nichts verändern und wehe, es kommt irgendwie ein Konflikt auf oder man streitet sich oder der andere geht wirklich mal fremd oder so und dann schmeißt man es weg. Ja, dann war es nicht das Richtige. Anstatt das eben, und das finde ich gerade an der Geschichte so cool, weil es so zeigt, dass der Schlüssel darin liegt, und das ist jetzt einfacher gesagt als getan, aber bei sich selbst zu gucken, ja, und eben nicht und den Finger auf den anderen zu zeigen, ne, sondern wirklich zu sagen, was hat es denn mit mir zu tun, absolut, und sich dann diesen Raum zu geben, auch für sich darin etwas erkennen zu dürfen, was verändern zu dürfen und diese Selbstverantwortung wieder zu übernehmen. Und das Schöne war ja, dass eigentlich ihn die Affäre von ihrem Mann ja ihm auch gezeigt hat, was wie viel Frau in ihnen ist und die Abenteuerin wieder zu entdecken und die Liebe fürs Leben und für sich selbst und all das, was noch auf sie wartet und eben nicht im Jogginganzug zu verharren. Genau. Ja. Zum Glück. Ne? Ja. Weil, und nochmal, meine wahre heimliche Liebe ist die Beziehungskrise. Das ist meine größte Liebe, weil wenn Sie sich mal vorstellen, wir würden auf die Welt kommen und alles liefe perfekt. Wir würden nicht kennenlernen, wer wir sind. Ja. Dieses Leben ist darauf ausgelegt, dass wir auf einen Widerstand stoßen, um zu entdecken, was brauche ich, wer bin ich, wozu bin ich in der Lage, dieses Abenteuerleben. Und das Abenteuer Beziehung ist, ich glaube an die Vollkommenheit eines Menschen, bin verliebt und lerne dann alle seine Wunden und alle meine Wunden kennen. Und ich habe die Chance, jede einzelne Wunde zu sehen, die in mir ist. Uns Menschen sind 95% unserer selbst nicht bewusst. Ich kann da eintauchen, weil ein anderer da ist, der mir hilft, all das Zeug, was ich selber alleine nicht sehen kann, zu berühren. Und wenn ich dann durch so eine Geschichte, durch so eine Krise durchgehe, dann lerne ich Sachen, dann entdecke ich Dinge, dann fühle ich Gefühle, die ich vielleicht noch nie gefühlt habe. Die meisten von uns sind emotional beschränkt. Ich sage immer, wir haben körperliche Muskeln und wir haben aber auch emotionalen Muskeln. Und so wie bei ganz vielen Menschen die körperlichen Muskeln total verkürzt sind, sind bei fast allen Menschen emotionalen Muskeln total verkürzt, weil wir nämlich keine Umgebung hatten in unserer frühen Prägungsphase, wo Menschen wirklich frei mit Gefühlen sein konnten.
Und wenn ich eine Beziehung habe, dann komme ich als so ein verkürztes Gefühlsding da rein. Und wenn sie durch so einen Schmerz, wie zum Beispiel ich damals mit dieser jungen Frau, wo ich dann immer ahnte, ich glaube, der hat was mit der. Und dann sah ich die wieder und dachte, ach du Scheiße, die ist so schön und wie sehe ich aus. Und der macht, was er will und der macht Karriere und ich sitze zu Hause und ich bin ein Opfer und das Ganze, was ich mir da erzählt habe. Und dann gehen sie da durch und dann müssen sie sich weiten und dann quält sie das. Und dann auf einmal merken sie, boom, was geboren. Dazu ist Beziehung da. Boom, was geboren. Und dann sind sie eine neue. Aber da ist das Risiko, da muss ich auch ganz ehrlich sein, bei Beziehung gibt es ein Risiko, was immer da ist. Boom, der andere geht. Und das wäre so ein bisschen meine andere Frage gewesen jetzt gerade. Was ist denn, also angenommen, Sie hätten jetzt diese Erkenntnis für sich gehabt damals, gehen raus, sagen, okay, hat auch was mit mir zu tun, Trennung sozusagen in der Beziehung quasi, und dass der andere aber nicht in die Weiterentwicklung geht. Das ist auch so eine Frage, die ich so oft bekomme, klar. Auch selbst in funktionierenden Beziehungen, einer fängt an, sich persönlich weiterzuentwickeln, der andere aber nicht. Ja, also einer geht weiter und der andere bleibt sozusagen da. Was macht man da? Dann ist genau das meine Aufgabe. Viele Leute haben nicht gelernt, loszulassen. Viele sind in Herkunftsfamilien aufgewachsen, wo Bindung zwanghaft war. Also mein Mann kommt zum Beispiel aus einer Familie, das war so das Label über allem hieß wir zur Horst. Und das wurde in dieser Familie gefeiert, dass die so denken. Da war was Sklavisches drin. Und viele von uns haben nicht gelernt, sie selbst zu werden, für sich zu gehen und ihre Grenzen zu ziehen, gerade viele Frauen. Ja. Und da heißt es, meine Krise ist, da geht jemand, ich halte das aus oder ich gehe und halte das aus. Dann ist das genau der Wachstumsschritt, den ich brauche, um zu lernen, mich zu fühlen, bei mir zu sein, weil wenn jemand geht, dann hat mir diese Beziehung nie wirklich gut getan oder zumindest eine ganze Phase lang nicht. Da geht etwas von mir weg, was nicht zu mir gehört. Und ich mache so lange diese Arbeit, ganz oft, wenn jemand geht, gehört er zu jemand, der sich aufgegeben hat und klammert. Woher weiß ich, wann es Zeit ist zu gehen? Oh, das ist so eine theoretische Frage. Wenn ein Paar vor mir sitzt, dann weiß ich das. Aber wenn ich das jetzt so theoretisch sagen soll, es gibt natürlich Klassiker. Ne? Aber auch, ich merke alles, wenn ich jetzt den Mund aufmache, ist Theorie, weil ich könnte Ihnen sagen, wenn Gewalt im Spiel ist, wenn Sucht im Spiel ist. Nur die Wahrheit ist, dass wenn ich sage immer, ich bin die Porno-Queen, weil ich glaube, ich kenne jede Geschichte von Prostitution, von Pornos, von ich bin die Fremdgeh-Queen, ich kenne all diese Geschichten und ich weiß, wenn jemand gewalttätig ist, hat er meistens einen Partner, der Gewalt erlebt hat und extrem im Opfer ist, der co-abhängig ist. Ja. So, also jetzt könnte ich sagen, super, der muss gehen. Das ist aber reine Theorie, weil der geht nicht, weil er selbst in diesem Muster und gefangen ist. Und er sucht ist. Sich das Gleiche wahrscheinlich so. Wieder. Also da muss man, wenn man ehrlich ist, sagen, ich spüre, wann ich gehen muss. Das ist eins, das spürt fast jeder. Wenn sie wirklich mit sich still im Sesselchen sitzen, dann spüren sie, das Ding hier ist zumindest, wenn es so weiterläuft, durch. Und jetzt muss ich gehen. Komma, aber ich habe Angst vorm Alleinsein. Ich habe Angst davor, dass ich keine Kohle mehr habe, wenn ich jetzt hier. Ich habe Angst, was soll ich mit den Kindern alleine machen? Ich habe Angst, was weiß ich. Und schwupps bleibe ich. Und dann wird die Krise größer, bis ich den Mut finde, zu mir zu stehen. Beziehung geht in Wahrheit darum, zu mir zu kommen, nicht zu jemand anderem. Ja, sich zu jemandem zu beziehen, ne? Und sich dadurch selbst zu erkennen, ja. Ich finde, das ist so spannend, weil das ist ja diese Balance zwischen, ich bin in der Krise, auch mit meinem Partner, und jetzt habe ich entweder die Wahl, ich kämpfe drum oder ich verändere mich oder ich schaue irgendwie, dass wir das irgendwie lösen oder aber ich gehe. Und das ist, glaube ich, dann wirklich wahrscheinlich. Aber es ist nicht entweder oder, weil
es nützt nichts, um die Beziehung da draußen zu kämpfen. Dann kämpfe ich auf dem Bildschirm rum. Mhm. Der Kampf dreht sich immer um meine Software. Mhm. Wenn die Beziehung mich unglücklich macht, wenn mein Partner mich betrügt, wenn was weiß ich, Suchtgewalt im Spiel ist, dann ist der Trick, den Blick von diesem Bildschirm runterzunehmen und nach innen zu tauchen und zu fühlen, was fühle ich hier. Weil je mehr ich mich dann zu mir bewege, dann wird das, was in mir los ist, deutlicher. Und das bringt mir die Kraft, endlich zu gehen oder endlich was zu wagen oder endlich mich einzulassen. Dieses Entweder-Oder ist, um eine Beziehung zu kämpfen, heißt immer, ich habe Angst vor dem Alleinsein. Ja. Und wenn meine Beziehung nicht läuft, muss ich aushalten lernen, loslassen lernen, Hingebung lernen, Vergebung lernen, Selbstständigkeit lernen, was wagen lernen. Das ist der Job. Und wenn ich das tue, wenn ich mich verändere, bewegt sich irgendwas. Und die Gefahr ist halt immer, der andere bewegt sich dann weg, weil er denkt, jetzt hat die vollkommen einen an der Waffel. Oder aber der kriegt jetzt endlich, weil oft nehme ich dem anderen die Chance, Angst zu haben. Mhm. Und Angst ist der Treibstoff für Veränderung. Mhm. Und wenn ich mich da so drumherum bastle und kämpfe, dann muss der andere seine Hausaufgaben nicht machen. Und wenn ich die Finger davon lasse, dann kriegt der vielleicht Angst und kommt in die Gänge. Ja, das ist eine schöne andere Perspektive auf das Ganze. Ja. was ich auch ganz spannend finde, was ich beobachte, vor allen Dingen auch so ein bisschen in meiner Generation, ja, ist dieses Thema, sich nicht ganz festzulegen. Ja. Oder ja, dieses, Hingabe war gerade das, ja, Wort, ne? Sich nicht mehr ganz hinzugeben, nicht mehr, wir sind irgendwie so ein bisschen so, heute komme ich heute nicht, komme ich morgen und vielleicht kommt noch ein besserer um die Ecke oder eine bessere. Also es ist so ein bisschen, ja, ich frage mich da immer, woran liegt es und wie kann man sozusagen, auch da ist es, glaube ich, wieder eine Angst, sich festzulegen, sich wirklich festzulegen, sich wirklich hinzugeben. Wie kann man zum Beispiel auch als Frau mehr in diese Hingabe kommen oder mehr in dieses, ich lege mich jetzt wirklich fest und ich höre auf, irgendwie die ganze Zeit zu denken, dass noch irgendwas Besseres um die Ecke kommt? Da sind viele Ebenen für mich drin, weil eins ist natürlich, dass sie in der wunderbaren Situation sind, in einer Generation zu leben, wo viele Abhängigkeitsangelhaken weg sind. Also meine Mutter, da waren die meisten, die haben halt geheiratet und dann war klar, der Mann verdient irgendwie das Geld und so ein Zeug. In meiner Generation sind schon viele Frauen freier, aber sie werden verblüfft sein, wie viele Abhängigkeiten es da noch gibt, von Frauen, ja, zu Männern. Und die Generation jetzt, in der sie sind, da sind einfach viele von diesen Rahmenbedingungen, die Leuten einfach gesagt haben, du musst in Beziehung gehen, die sind weg. Juppidu, wie gut. Aber jetzt ist so die andere Gefahr, dass ich mir sage, also meine Tochter, die ist Anfang 20, die zeigt mir an vielen Stellen den Vogel und sagt, warum sollte ich mich darauf einlassen? Und dann ist die Gefahr, dass ich sage, nee, den Stress tue ich mir nicht an. Aber und ich würde Ihnen auch raten, sich einfach hingeben ist bescheuert, mal von Frau zu Frau. Weil es gibt einfach eben auch unglaublich viele junge Männer, die also A, ihre gesamte Sexualität aus ihrem Handy gelernt haben, von irgendwelchen Pornos, wo ich sagen würde, Achtung, Achtung, ich würde mich dem nicht hingeben. Das kann ich spüren, wie der mit mir umgeht, ob der überhaupt in der Lage ist, wirklich mit meinem Körper Kontakt aufzunehmen als lebendigen Wesen und nicht, weil der gerade irgendwie den Trieb hat. Das wäre was, wo ich jedem sagen würde, fühl hin. Aber ich würde auch, und sag stopp. Also ich war früher, war ich wirklich eine wilde Freie, die alles ausprobiert hat, auch mit Männern. Ich würde heute echt so ein bisschen altmodischer damit umgehen. Und weil ich einfach heute viel zu viel weiß, wie sehr man sich, auch wenn man mit einem einfach nur mal rumschläft, wie sehr man jedes Mal eine Verbindung auf tieferen Ebene hat. Ob man das jetzt will oder nicht und ob man es merkt oder nicht. Also da würde ich sagen, vorsichtiger, nicht hingeben. Und ich würde allen sagen, Männern wie Frauen,
mehr wahrnehmen, ob da wirklich ich was fühle oder aber ob ich aufs Bedürftigkeit unterwegs bin. Ehrlich, die allermeisten Beziehungen haben was mit Bedürftigkeit zu tun. Der eine soll mir irgendwie klar machen, dass ich begehrenswert bin. Der andere soll mir helfen, dass ich irgendwie geile Gefühle in meinem Körper habe. Das ist keine gute Grundlage. Nee. Aber wenn ich merke, hier ist einer oder eine, die ist bereit, sich mit mir irgendwie auch mal über so durch was durchzuquälen oder auch mal in meine Welt zu begehen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Auch wenn ich die Welt vom anderen erstmal anders oder gar bescheuert finde oder unverständlich. Das ist ein Geheimnis, dass der andere anders ist und ich mich dadurch weiten muss. Ja. Da würde ich sagen, jetzt, da fängt die Hingabe an. Da fängt es an, okay, auch wenn ich das nie so gesehen habe, nie so gemacht habe, ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt mit zu der Familienfeier bei dem oder ich mache dieses komische Hobby. Ich probiere es einfach mal aus, auch wenn mir das total fern ist. Aber das ist so eine Gratwanderung. Die Freiheit, die sie jetzt haben, ist leider auch eine Herausforderung, über die eigene Komfortzone sich zu bewegen. Und die Komfortzone sagt halt ganz schnell, oh nee, das ist Stress hier oder das könnte wehtun. Mhm. Und Beziehungen, habe ich gerade, Oscar Wilde hat es gesagt, Herzen sind dazu, habe ich gerade letzte Woche gelesen zum ersten Mal, Herzen sind dazu da, gebrochen zu werden, weil nur das sie weich macht. Wenn sie nie ihr Herz brechen lassen, werden sie ein versteinertes Herz behalten. Sie werden die Liebe nicht kennenlernen. Ja. Und zu kapieren, ich wage das jetzt auch auf die Gefahr hin, dass ich hier einen Tritt kriegen könnte. Ja. Aber das ist nichts mit Selbstaufgabe. Das ist mir ganz wichtig. Das hat nichts damit. Hingabe ist, hat was schon auch mit einer Bewusstheit zu tun, was ich jetzt tue. Ich würde gerne auf einen Punkt noch kurz eingehen, und zwar das ganze Thema Bedürftigkeit. weil ja schon oft auch so dieser Anspruch da ist in der Beziehung, ich gehe in eine Beziehung, damit du mich irgendwie voll machst oder damit ich mich jetzt endlich glücklich fühle oder erfüllt fühle oder geliebt fühle. Ja, also es ist schon auch in vielen Beziehungen irgendwie so diese Erwartungshaltung da, dass der andere jetzt bitte dafür sorgt, dass ich mich geliebt fühle. Ja. Und ich meine, ihr Buch heißt ja auch Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Am Ende geht es ja wirklich um dieses Thema, bei sich selbst anzufangen und diese Liebe in sich selbst auch durch die Beziehung zum anderen, weil wir ja gerade durch die Beziehung zum anderen erkennen, wo wir uns selbst vielleicht noch nicht lieben, genau. Und wo wir uns ablehnen. Was würden Sie sagen, jetzt nach all den Jahren der Erfahrung, wie kann man mehr diese Liebe zu sich selbst entwickeln und wie kommt man aus dieser Bedürftigkeit raus, das irgendwie im Außen finden zu wollen, was wir eh nur in uns selbst finden können? Ich glaube, der erste wichtige Schritt ist, dass ich bereit bin, mich mal nach meiner Bedürftigkeit auf die Lauer zu legen, also die überhaupt mitzukriegen, weil oft merke ich das ja gar nicht. Ja. Ich merke ja oft gar nicht, dass ich klammer und alles von dem anderen will. Ich denke ja zum Beispiel, ich kämpfe um ihre Worte nochmal von ihm, ich kämpfe um die Beziehung. Ja. Also ich würde jedem raten, schau mal ehrlich hin, wo du was haben willst. Und zumindest in meiner Generation gibt es da Tendenzen, das können Sie überprüfen, ob das für Ihre Generation auch noch gilt. Und da ist, Männer sind tendenziell im Sex bedürftig. Auch dann, wenn sie glauben, sie sind unheimlich gut drauf da und sagen sich so, ich will doch immer Sex. Bei mir ist das Thema total in Ordnung. Meine Erfahrung ist, in den allermeisten Fällen in meiner Generation, es kann sein, dass es bei Ihnen anders ist, weil da habe ich nicht so viele Gespräche, aber in meiner Generation habe ich einfach tausende von Gesprächen hinter mir. Der Mann ist sehr oft in einer längerfristigen Beziehung vor allen Dingen beim Sex bedürftig. Das ist das, wo er sich spürt. Das ist das, wo er sich in einer Annahme spürt, in einer Verbindung spürt. Und das braucht er dann. Und dann wird der Sex bedürftig. Und Frauen sind in meiner Generation tendenziell eben in diesem in der Emotion, gesehen werden, in diesem gefühlt werden, da sind die so klammerig und auch in diesem Glauben an sich selbst, ne, und dass sie
auch einfach so alleine als sie völlig ausreichend sind. Ne? Also in Frauen gibt's immer noch so Tendenzen, ich muss gefallen, jemand muss mich schön finden und jemand, wenn sozusagen keiner kommt, dann bin ich nicht richtig. Und an der Ecke sind Frauen in Beziehung ganz oft bedürftig. Und sich das überhaupt mal einzugestehen und damit sich mal so auszuhalten, mal unterwegs zu sein. Oh Gott, ja, ich merke, klar, jetzt gucke ich hier schon wieder und jetzt will ich schon wieder und kann ich jetzt ungeschminkt hier losgehen? Traue ich mich das? Und bei Männern einfach mal zu fühlen, ob wie der Druck ist beim Sex und wie wenig sie oft von der Frau spüren und wie viel sie von ihrem eigenen Sex spüren. Aber wie gesagt, da bitte ich immer, ne, da bin ich dann die alte Oma, ob das alles noch so zutrifft. Also Bedürftigkeit annehmen, wahrnehmen und anfangen, sie erstmal anzunehmen. Dann löst sich schon ganz viel. Und dann ist das die größte Leidenschaft von meinem Mann und mir in unserer Arbeit, ist Menschen die Meditation beizubringen. Als das, wie soll ich sagen, das ist die geilste Beziehungsform, die ich kenne. Weil, also wir zum Beispiel, wir meditieren jeden Tag. Ich glaube, wenn wir nicht meditieren würden, wären wir geschieden. Ja. Also das ist bei mir in meiner Beziehung genauso. Ja. So, also immer wieder in diesen Kontakt mit mir selbst zu kommen, neue Dinge mit mir selbst zu erfahren. Also für mich ist Meditation ganz vieles. Und Meditation ist was sehr Spielerisches auch. Ich kann meinen Körper entdecken, ich kann meine Gefühle entdecken, ich kann still werden und wahrnehmen, was da in mir ist. Ich kann still werden und einfach mal nachspüren, wenn ich jetzt an den oder die denke, wie regt sich irgendetwas in mir? Und auf einmal merke ich, wow, was für ein feines System. Da gibt's eine Reaktion. Wenn ich jetzt die Augen zumache und an Sex mit dem oder der denke, was passiert in mir? Und sie werden sich wundern, wie oft zum Beispiel ein Nein zu bestimmten Dingen kommt, die ich immer wieder mache, wo ich immer wieder über mich drüber latsche. Also die Meditation, aber auch ich werde still und merke, wow, da ist so viel Gefühl in mir. Was da alles in mir los ist. Und auf einmal merke ich, wow, das bin ich. Und dann merke ich, wie ich ruhiger werde mit den anderen, wie ich auf einmal weniger brauche an einer bestimmten Stelle. Und je tiefer ich mit mir in Verbindung komme, desto mehr kann ich geben in einer Beziehung, desto weniger bin ich bedürftig. Und also nur, wie soll ich das sagen, in der Automobilindustrie sind sich im Moment alle einig, dass in wenigen Jahren wir mehr Elektroautos als Verbrennungsmotoren haben. Ich glaube, also es sei denn, dieser Planet fliegt in die Luft, aber wenn er nicht in die Luft fliegt, dann wird es in 10 Jahren selbstverständlich sein, dass Menschen die Dinge über die Meditation heilen. Absolut. Und ja, dass wir unsere Beziehungen, dass wir sozusagen Rendezvous mit uns selbst ganz selbstverständlich haben und dann damit zu anderen gehen. Ich glaube, dass sich das massiv verändern wird. Ich sage zum Beispiel jungen Müttern, bitte, bitte, stillt und meditiert. Stillt nicht und hängt im Handy rum. Ja. Ne, sondern wenn eine junge oder eine schwangere Frau, wenn eine schwangere Frau meditiert und mit diesem Kind in Kontakt geht, alle Wissenschaft ist sich einig, dass der Embryo, der wir waren und der in unserem Bauch ist, alles mitkriegt. Mein Körper, meine Zellen kriegen alles mit. Das heißt, ich kann in Meditation gehen und kann alles da. Ich kann meinen Partner erreichen. Also ich zum Beispiel lehre die Frauen oft die älteste Meditation auf der Welt, nämlich die Metta-Meditation. 4 Sätze. Viele kennen sie vielleicht, wer sie nicht kennt, möge ich, also erstmal an mich, aber auch an den anderen. Ich sage sie mal an den anderen, mögest du glücklich sein. Mögest du dich sicher und geborgen fühlen, mögest du gesund sein, mögest du unbeschwert leben. Ich bringe Frauen in Beziehungskrisen bei, jeden Morgen Metta mit dem zu machen, mit ihrem Partner, mit dem sie ein Problem haben. Es gibt die wunderschönsten Geschichten, die mir Frauen erzählen oder schreiben, wie sich magisch dieser Mensch, der nichts davon wusste, der nichts davon hält, der das Psychokram für Bekloppte findet, verändert hat, weil diese Frau in ihrem Inneren
einen liebenden Raum für ihn geschaffen hat. Oft sage ich, ich liebe den und in Wirklichkeit hasse ich ihn dafür, weil er nicht so ist, wie ich ihn gerne hätte und halte mich an ihm fest. Ja. Und was macht der? Der geht. Ja. Ja, absolut, weil das ja am Ende die Energie, am Ende zieht die Energie. Ja. Das ist das, was am Ende ankommt. Ja. Und Energie lügt nicht. Ja. Und das spüren wir immer gegenseitig. Ja. Genau. Ja, ist lustig, es ist auch der Titel von meinem Buch, Mögest du glücklich sein. Ja, genau. Weil die Meditation ist tatsächlich die, die auch bei mir am meisten verändert hat in meinem Leben, weil die so, also dieses ganze Thema Mitgefühl, also ich finde selbst Mitgefühl und aber auch das Mitgefühl den anderen gegenüber, also diese Kombination ist, glaube ich, das, was so viel heilen kann. Und aber, und das finde ich dann auch so spannend, weil das schließt es, glaube ich, so ein bisschen ab, dieses selbst Mitgefühl dann auch mit sich selbst zu haben, wenn es Zeit ist zu gehen. Ja, absolut. Und dann, wenn ich das Fühlen in der Meditation gut gelernt habe, dann ist es so viel leichter für mich auch zu fühlen, dass es jetzt Zeit für mich ist, weil ich einen guten Kontakt zu mir habe. Ja. Also je besser mein Kontakt zu mir ist, desto besser lösen sich all die anderen Sachen. Ich weiß, ob mir diese Beziehung mit diesem Menschen gut tut. Ich weiß, ob mir dieser Sex gut tut. Ich weiß, ob mir diese Berührung, ich weiß, ob mir diese Worte gut tun. Ja. Und ich kann nur sagen, ich begleite immer kleine Gruppen von Frauen über ein halbes Jahr. Also in der Telefonkonferenz, nicht, dass wir uns treffen. Und ich merke immer wieder, dass am Ende die Frauen spüren, wenn wir so ein halbes Jahr beisammen waren, wie unglaublich empfindsam das ganze innere System, das ganze innere Wesen, jede Zelle, jedes Gefühl ist auf Aggression, auf Härte, auf so vieles, was angeblich selbstverständlich ist. Wenn sie sich feiner fühlen, dann werden sie sehen, wie wenig sie aushalten können, dass jemand rumschreit, dass jemand hart ist. Wenn sie ihren Körper fühlen würden, wenn jemand sagt, ich will ficken, das hält, wenn sie tief bei sich sind, halten sie das kaum aus. Ja, das stimmt. Und wenn sie, da klären sich so viele Dinge. Und ich weiß aus meiner Generation, dass den Frauen sich immer so ein bisschen wie Triefchen vorkommen, wenn sie so empfindsam werden und denken so, ah, bin ich jetzt hier. Und ich kann nur allen Menschen sagen, Männern wie Frauen, ich erlebe übrigens interessanterweise in den letzten Jahren immer öfter auch Männer, die empfindlicher werden und die sich wundern, dass viele Sachen bei ihnen nicht mehr gehen. Und ich würde allen Menschen sagen, die so eine Empfindsamkeit in sich spüren, ich weiß, wie groß die Neigung ist, zu glauben, ich bin falsch. Alle kriegen das hin, warum kriege ich das nicht hin? Nein, sie sind richtig. Sie spüren eine Ebene ihrer selbst, die bei uns sozusagen gesellschaftlich automatisiert abgetötet wurde. Aber die ist trotzdem da. Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass gerade, also ich meine, Meditation ist ja einfach mein absolutes Lieblingsthema und es hat bei mir alles verändert, alles. Total, also bei mir auch. Die sich selbst die Erlaubnis zu geben, sich auch mal von den eigenen Gedanken und Gefühlen so ein bisschen zu distanzieren und nicht mehr, Sie haben vorhin gesagt, dieses Wesen in ihnen. Ja. So, ich finde, Meditation ist einfach der Weg, was das so ein bisschen zähmt. Oder was einem so einen anderen Zugang zumindest dazu gibt. Und was einem auch eine Ebene jenseits von all dem zeigt. Genau. Ja, also das finde ich auch, dass dieses, zum Beispiel, ich sage ganz oft, der Satz, so bin ich, das ist der Beziehungskiller schlechthin, das ist der Satz, der das Abenteuerleben killt, weil das sind so ein paar Prägungen, die von mir aus schon im ersten Lebensjahr irgendwie auf meine Festplatte gespult wurden, aber das bin nicht ich. Ja. Das, was da jenseits ist, was ich in der Meditation berühren kann, ist ja, ich bin mit allem verbunden. Ne? Ja. Und dieser Raum, der in Wahrheit uns zur Verfügung steht, dieser Raum ist der Bedürftigkeitskiller. Ich spüre auf einmal, es ist da. Und wir leben gerade in einer Zeit, wo das, wie soll ich sagen, das liegt
2 Millimeter vor unserer Nase. Und es ist ganz leicht. Und Meditation muss nichts Fixes, nichts Schwieriges, nichts gar nichts. Es gibt so viele, sie können tanzen, sie können ihren Körper entspannen, kann Meditation sein, dieses mit sich in Kontakt gehen und wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist, über sich hinaus. Ja, das ist schön, wunderschön. Ich habe immer zum Schluss vom Podcast noch 3 Fragen, die ich Ihnen einmal gerne stellen würde. Das sind meine 3 Abschlussfragen. Die erste Frage, stellen Sie sich vor. Sie haben ein wunderschönes Leben. Sie werden 125 Jahre alt. Alles wundervoll. Aber ihr Leben neigt sich dann auch dem Ende. Leider ist es so, dass es einen technischen Fehler gegeben hat und alle ihre Bücher wurden gelöscht, alle Videos wurden gelöscht. Es gibt nichts mehr von ihnen, ja? Mhm. Und ich würde ihnen einen Zettel hinlegen, einen weißen Zettel und ihnen einen Stift geben und sie könnten auf diesen Zettel ihre 3 Weisheiten schreiben. Also 3 Dinge, von denen sie wollen würden, dass sie die Menschen wissen. Etwas, was Sie gelernt haben, was für Sie so wichtig wäre, um es dazulassen. Du bist frei von all deinen Prägungen. Du bist nicht das, was, also das gehört dazu, das ist eins, du bist nicht das, was deine Eltern, deine Lehrer, deine Partner von dir sagen. Das zweite wäre, du bist es wert. Mhm. Du bist so unendlich wertvoll und du bist in der Lage, diese Welt zu verändern. Und es steckt in dir. Und das dritte, durch dich gebärt sich das Leben. Es gibt keinen Gott und es gibt kein Leben, es sei denn, dieser Gott kommt durch dich in diese Welt und dieses Leben kommt durch dich in diese Welt. Du bist ein unvorstellbarer Schöpfer. Und wenn du träumst, dann kommt das, was du träumst, auf diese Welt. Das ist das ganze Geheimnis. Und wenn du deine Träume groß machst, kommt Großes auf diese Welt. Und wenn du deine Träume liebevoll machst, dann kommt Liebevolles auf diese Welt. Ja. Und du bist es. Du, in Wahrheit bist du diese Welt. Es gibt ohne dich gar keine Welt. Ja, wunderschön. Dankeschön. Gibt es ein Buch, das Sie geprägt hat? Gibt es ein Buch, was Sie gelesen haben, wo Sie jetzt rückblickend sagen, Gott sei Dank habe ich das irgendwann mal gelesen? Ich habe früher ganz viele Bücher gelesen. Es gab sicherlich auch wichtige Bücher in meinem Leben. Aber Bücher sind ganz ehrlich, außer dass ich viele Bücher studiere für mein eigenes, ich bin so ein Forschergeist. Aber mich haben, glaube ich, mehr Erfahrungen mit Menschen grundlegend geprägt. Einzelne Erfahrungen, die ich mit Menschen gemacht habe, die haben mich geprägt. Und die haben auch mein Leben verändert. Und die konnten auch mein Leben von einer Sekunde auf die andere verändern. Ja. Das ist schön, das ist eine schöne Perspektive. Gibt es ein Zitat oder ein Lebensmotto? Also ich habe jetzt nichts, was ich dann immer so anführen würde. Also ich habe nicht so einen Satz, der da feststeht, aber ein Lebensmotto ist das Abenteuer in den Dingen zu entdecken. Also das Leben für mich ist ein Geheimnis. Es gibt in mir, glaube ich, von Kind an eine Ahnung, die über dieses Leben hinausgeht. Ich glaube, ich habe nie so ganz vergessen können, dass das Jenseits da, wo ich herkomme. Und mein Lebensmotto ist, so diese Reise anzutreten, auch wieder da hinein zu sterben in meinem Leben. Das ist so schön. Das ist richtig schön.
Oh, vielen Dank schon mal. Wo kann man sie finden, wenn jetzt Leute sagen, ich muss zu der Eva Zuhorst? Ja, also die Eva Zuhorst ist ehrlich gesagt gerade ziemlich zurückgezogen. Also früher hat die Eva Zuhorst Seminare gegeben und weiß der Kuckuck, was die alles gemacht hat. Aber die Eva Zuhorst ist gerade da. Also ich habe alles aufgehört, ehrlich gesagt. Alles, was ich noch mache, sind meine kleinen Gruppen mit Frauen und natürlich mit den Paaren einzeln arbeiten. Kann man irgendwie in diese Frauengruppen noch mit reinkommen, wenn es ja, die gibt's immer wieder neu. Die kann man auf unserer Internetseite finden. Aber so mit den alten Schachteln aus meinem Alter, das ist natürlich eins. Aber ich würde natürlich sofort auch mit jungen Frauen eine Gruppe machen, gar keine Frage. Also das sind immer 7 Frauen, mit denen ich das mache ein halbes Jahr. Wir treffen uns am Telefon einmal im Monat. Und dazwischen gibt's Hausaufgaben. Die lernen Meditationen. Das müssen die dann auch lernen und so. Ich glaube, das gibt's auf jeden Fall. Die Paararbeiten mit meinem Mann und mir und die Frauengruppen. Aber ich bin mir sicher, da wo ich jetzt gerade auf meiner Forschungsreise bin, kann ich jetzt instinktiv sagen, auch wenn ich noch ganz unten auf dem Grund vom Meer da bin, dass es wahrscheinlich irgendwie nächstes, übernächstes Jahr irgendwelche dollen Sachen wieder geben wird. Cool. Aber jetzt ist erstmal das Forscherleinchen. Wunderschön. Aber so oder so alle Infos natürlich genau. Auf der Webseite, das verlinke ich auch auf jeden Fall. Und ja, von meiner Seite tausend Dank für dieses wunderschöne, offene Gespräch. Also es hat mich so oft so berührt und ich habe so viel für mich mitgenommen und ich bin mir sicher, ganz, ganz viele, die jetzt gerade zuhören, wahrscheinlich auch. Und ja, danke für Ihr Sein. Danke, dass Sie damals die Jogginghose wieder ausgezogen haben. Ja, bin ich auch froh. Also ich möchte auch Danke sagen, weil es war mir wirklich, wirklich ein tiefer Herzenswunsch. Es kommen zwar in den letzten 3-4 Jahren immer öfter auch junge Paare. Also wir hatten jetzt in den letzten Wochen wirklich auch mit 20-Jährigen mehrfach. Das freut mich jedes Mal ein Ast. Aber ich bin unglaublich dankbar, dass ich jetzt hier mit Ihnen die Chance habe, mit jungen Leuten auch zu reden, weil diese, wie heißt die Generation nochmal? Generation Y wahrscheinlich. Nee, dieses Buch. Ach so, Generationsbeziehungsunfähig. Genau, weil ich daran nicht glaube. Ich glaube daran nicht. Ich sage das hier alles und ich bin so dankbar, dass Sie mich jetzt alle hören, die Sie nicht 55 wie ich oder älter sind. Das ist Quatsch. Das kann total geil, total spannend, total abenteuerlich. Und es kann aber auch total ein Raum sein, wo ich merke, boah, hier gibt's einen Menschen, den kann ich mich anvertrauen. Hier ist ein ganz sicherer, geborgener Ort auf der Welt. Und da bin ich dankbar, dass ich Ihnen das jetzt sagen durfte. Den Rest können Sie vergessen. Das soll ich jetzt gesagt, ne? Wunderschön. Ich freue mich so sehr. Ja, und ich freue mich auf alles, was noch kommt und alles, alles Gute. Danke. Ja, danke, danke. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat, dass du ganz viel Inspiration für dich mitnehmen konntest, vielleicht den ein oder anderen neuen Gedanken, wie du mit Beziehungen umgehen kannst, sowohl die Beziehung zu dir selbst als auch die Beziehung zu anderen Menschen und wie viel Wachstum da einfach drin ist und wie wertvoll einfach diese Beziehungen sind, um uns vor allen Dingen auch einfach selbst erkennen zu können. Und ja, connecte dich unfassbar gerne mit Eva Maria Zuhorst. Ich packe alle Links in die Shownotes. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann freue ich mich natürlich wahnsinnig, wenn du dir das Buch vorbestellst von mir, Mögest du glücklich sein, was es jetzt überall gibt zum Vorbestellen. Es erscheint am 16.10. Wie gesagt, gibt es auch noch Tickets für die Buchtour in Düsseldorf, in Berlin und in Zürich. Also hol dir dein Ticket, sei dabei, ich freue mich riesig auf dich. Und genau, wenn du möchtest, dann connecte dich auch super gerne mit mir auf Instagram und auf Facebook @LauraMarlinaSeiler. Da freue ich mich auch sehr, vor allen Dingen, wenn du mit mir deine Gedanken teilst zu dem Podcast, zu dieser Folge auch, was das mit dir gemacht hat, was du vielleicht für dich mitgenommen hast, wenn du die Folge mit Menschen teilst. Und ich freue mich auch riesig, wenn du mir natürlich hier bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt. Und vielen, vielen Dank auch für alle positiven Bewertungen, die ihr bereits schon geschrieben habt. Ich lese sie mir alle durch und ich freue mich unendlich darüber. Und ich wünsche dir jetzt einen grandiosen Tag. Ich hoffe, dass du all das, was du gerade in dieser Podcast-Folge für dich irgendwie mitgenommen hast, gelernt hast, dass du direkt ins Anwenden gehst und ja, schaust, dass du deinen eigenen Bedürfnissen gerecht wirst und
wie du vielleicht deine Partnerschaft, deine Beziehung nochmal auf eine ganz andere Ebene bringen kannst. Und genau, ich schicke dir eine unfassbar große Umarmung. Ich schicke dir ganz viel Liebe. Es ist so unfassbar schön, dass es dich gibt. Und ja, ich bin dankbar, dass du diesen Podcast hörst. Ich bin dankbar, dass du dein Licht in die Welt bringst. Und du bist einfach ein Geschenk für die Welt. Und ich freue mich gerade über das, was wir alle in Bewegung bringen. Und falls du noch nicht angemeldet bist, dann werde Teil vom Spiritual Sunday. Wir sind mittlerweile über 1000 Menschen jeden Sonntag im Live-Webinar und es ist so wunderschön, diese Energie und die Meditation. Du kannst dir das alles auch gerne mal auf meinem YouTube-Channel angucken und da kannst du einfach da live dabei sein und mit mir meditieren und dir immer noch die Intention für die neue Woche abholen. Genau, aber jetzt ist genug gequatscht hier von meiner Stelle, also fühl dich einfach umarmt. Schön, dass es dich gibt. Du bist ein Geschenk für diese Welt und hab einfach einen tollen Tag. Bring dein Licht in die Welt und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Rock on und Namaste, deine Laura.